Ein Koordinationstraining dient zur Bewältigung unterschiedlicher Aktivitäten des täglichen Lebens. Weiterhin fördern sie das Wohlbefinden und die geistige Gesundheit. Kommen wir zu Koordinationsübungen im Sitzen. Die erste Übung ist eine Fußwippe gleichzeitig mit einer Handwippe. Schaut folgendermaßen aus. Sie heben einmal von Ihren Händen die Fingerspitzen ab, der Fingerballen, der Handballen bleibt an den Oberschenkeln. Und Sie wechseln einmal diese Wippe, indem Sie anschließend mit den Fingern auflegen und der Handballen abhebt. Dasselbe mit den Füßen. Einmal die Fußspitzen nach oben, gleichzeitig mit den Fingerspitzen. Sie wechseln in die Bewegung, dass die Fußspitzen und Fingerspitzen aufliegen und der Handballen bzw. die Fersen abheben. Schwieriger wird es, wenn Sie das Ganze gegengleich machen. Das bedeutet, die Hände beginnen, dass Sie die Handballen in der Luft halten. Mit den Füßen sind Sie mit den Zehenspitzen in der Luft. Sie wechseln wieder diese Bewegung, sodass immer gleichzeitig mit den Füßen die Zehenspitzen und die Handballen mit den Händen abheben und umgekehrt. Eine weitere Steigerungsvariante wäre, wenn Sie es rechts und links umgekehrt machen. Das bedeutet, mit dem rechten Bein einmal Fußspitze nach oben, rechte Hand Fingerspitzen nach oben. Gleichzeitig mit der linken Hand einmal den Handballen in die Luft, mit dem linken Fuß einmal die Ferse in die Luft. Und so wechseln Sie wieder die Bewegungsrichtung mit der rechten Seite, das bedeutet rechte Hand und rechter Fuß sind gleich und linke Hand und linker Fuß. Koordinationsübungen können ganz einfach ausgeführt werden, zum Beispiel auch beim Warten auf den Bus. Umso schneller Sie den Bewegungswechsel machen, umso schwieriger wird es. Viel Spaß beim Üben!